werde ich eingestellt, ja. Jörn Dunz-Hartwig, das war damals T-Mobile 1999, aber noch viel früher wurde ich als Promoter eingestellt von der Antje Nürnberg. Das war 1995, also schon lange her. Beide sind nicht mehr im Konzern, aber ich bin ihnen weiterhin sehr verbunden, weil ich bin jetzt schon ein paar Tage hier. Was ist eigentlich dein Job bei der Telekom? Also ich kann nur sagen, in den letzten 20 Jahren habe ich viele Jobs gemacht mit tollen Titeln, also Produkt- und Verkaufstrainer, Vertriebstrainer, Produktreferent, Servicegeschäftsimpulsgeber. Ich bin Senior-Experte Privatkundenservice gewesen, war Account Manager vom Mobilfunk für Mittelstandskunden bei T-Systems und dann ja, bei Social Media Business. Ich sag mal, ich habe interessante Sachen gemacht, aber ich habe immer auch gemacht, was ich wollte, wo ich ein Gespür für hatte, es macht Sinn. Ja? Manche werden mich als Paradiesvogel, als Querdenker, als Querschläger, als Störenfried empfinden. Aber ich bin vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich bin nicht bescheuert. Das heißt, die meisten Dinge, fast alle Dinge, da denke ich mir was bei und stehe gerne Rede und Antwort. Aktuell bin ich bei Corporate Communications. Wie wird man Ehrenbürger von Magenta? Also die Stadt in der Nähe von Milano gibt es wirklich. Als ich vor 10, 11 Jahren entdeckt habe, habe ich in der Tat auch Mails geschickt an die Stadtverwaltung und wollte Kontakt aufnehmen. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Also wir haben auch gar keine Beziehung zu der Farbe unseres Konzerns. Das habe ich später festgestellt. Ich war jetzt schon dreimal vor Ort, auch mit Übernachtungen, sehr spannend. Und zum 1. April 2016 habe ich, nachdem ich es vergeblich versucht hatte, Ehrenbürger zu werden, einfach gesagt und behauptet, ich bin's. Habe entsprechend das Video aufgenommen und hat durchgeschlagen. Und es war mir echt unangenehm, nicht nur Freunden und Bekannten zu erzählen, dass es nicht ganz der Wahrheit entspricht, weil die Geschichte ist einfach so gut. Und wenn jemand Ehrenbürger werden sollte in dieser Stadt, dann ich. Und ich bin weiterhin für eine Städterpartnerschaft zwischen Bonn und Magenta. Da werde ich mal dran arbeiten. Wer mitmachen will, einfach melden. Das gucken wir mal, was geht. Warum bist du so Magenta fixiert? Ja, heute ist Samstag. Ich laufe hier auch mit Magenta rum. Ich kann mich an den Spruch von meiner Frau erinnern, letztes Jahr Weihnachten. Ah, kannst du nicht mal ein T-Shirt anziehen, was nicht gebrandet ist? Also in der Tat, ich habe sehr viel Magenta. Ich finde, es steht Männern. Und warum das ist, ich glaube, es liegt daran, dass ich als Produkt- und Vertriebstrainer und als Promoter angefangen habe. Da war mir die Farbe besonders wichtig. Nämlich, ich habe meine Räume alle ausgestaltet bei Schulungen mit Magenta, um klar zu sagen, wer hier der Boss ist, was Thema ist. Und innerlich, das eine oder andere vielleicht nicht hängen geblieben ist, die haben behalten, dass die Telekom dort eine Schulung gemacht hat. Und das weit bevor wir hier im Konzern mit Magenta und Schuhen und so welche Sachen aufgetreten sind. Also ich fühle mich so ein bisschen als Pionier und ich bin noch nie so richtig verarscht worden von der Telekom. Es gibt Kollegen, wirklich Clearing, sind dann bloß noch Nummern, sollen abgebaut werden. Ist mir nie passiert. Ich habe einen super Einstieg gehabt, 1996 mit dem Praktikum. Von daher, Freunde, einmal Tee, immer Tee. Bis zur Rente habe ich noch 22 Jahre, nur noch. Wann hast du denn bitte schön das letzte Mal richtig gearbeitet? Also genau diese Frage hat mir mal ein Kollege gestellt, mit dem ich zusammen im Bürozimmer saß. Und er sagte, hey, sei mir nicht böse, aber sag mal, wann hast du das letzte Mal? Ich habe mir gedacht, ey, Alter, ich fahre von A nach B nach C, mache Dinge, die mich nichts angehen. Ich kümmere mich um Abteilungen, halte da Keynotes, fahre tausende von Kilometern, zumeist in meiner privaten Zeit. Und also die Leute, die mich in den letzten Jahren begleitet haben, die wissen, dass ich neben diesem Magenta-Spleen auch meinen normalen Tagesgeschäft sehr zuverlässig auch mache. Und ich habe eine 34-Stunden-Woche und kann man eigentlich sagen, wenn man meine Bücher prüfen würde und mir einen GPS-Tracker anhängen würde, ich würde Ärger kriegen mit der Arbeitszeiterfassung und mit allen anderen Bereichen. Aber das Schlimme ist, ich mache es gerne, es macht Spaß. Und das Beste, ich habe den Eindruck, ich kann's.
Aber das ist ein ganz normales Einfamilienhaus, das haben wir uns finanziert in der Nähe von Berlin, am Rand. S-Bahn ist noch dran. Hier ist nichts Magenta. Ich habe einen Keller, da ist mein Büro, ja, da ist ein bisschen was Magenta und auch mein Kleiderschrank, logisch. Ich habe eine Tochter, die ist 7 klar, die liebt auch Pink, ja, oder auch Magenta. Aber meine Frau ist sehr angenervt durch diese ganzen Magenta-Allüren. Und von daher, alle safe, könnt euch vorstellen, was ihr wollt. Aber ich laufe hier auch mal in Schwarz-Weiß rum. Aber das Thema Authentizität, ich lege das Magenta nicht ab wie eine Uniform nach der Arbeit, sondern das gehört mit zu meinem Leben dazu. Und ich kann es auch nicht abschalten, also berufliches und privates trennen. Ich bin in der Kita bekannt, als der Telekommann oder war es, jetzt bin ich in der Schule, jetzt beim Handball. Und das ist einfach, ich finde es gut, es beflügelt mich, es steigert meine Arbeitszufriedenheit. Und von daher, ey, für mich passt es. Ich kann aber auch Leute verstehen, die sagen, hey, ja, hör mal auf damit. Aber auch die sind wichtig, ja, die ruhig sind, die nicht viel in Magenta zeigen, aber trotzdem für unsere Firma alles geben. Danke an der Stelle, an die und Entschuldigung. Warum hast du so viele Jam-Follower? Also die Frage kam zum ersten Mal auf, als ich mit Michael Lackspiel beim Mittagessen saß und Michael Schuld auch mit bei war und der Michael Lackspiel dann fragte, hör mal, warum hat denn der Dellinger so viele Follower? Das waren damals so 400 oder 500. Und dann sagte Michael Schuld, naja, der Dellinger hat Content. Kann man so sagen, jawohl. Also ich liefere eine Menge, ich mache eine Menge, ich interessiere mich für eine Menge und bringe das rein und habe keine Probleme auch mal anzuecken. Im Zweifel entschuldige ich mich. Ich gehöre jetzt zu den meistverfolgten Mitarbeitern des Konzerns oder ich bin der meistverfolgte. Vor mir kommt nur noch Tim Höttges mit über 11.000, ich habe 5.000 Panzer Quetsche, aber wenn man so will, ja, mein Vater fragt neulich, hast du Karriere gemacht, wie viele Leute hast du unter dir? Ich habe gesagt, du, ich habe keine unter mir, ich habe über 5.000 hinter mir, mir folgt eine Kleinstadt. Also ich bin so ein bisschen der Justin Bieber der Telekom oder der Robbie Williams, wie auch immer. Das ist hilfreich und es gibt viele Leute, die gucken groß und sagen, oh, und gibt andere, die sagen, ey, Follower, vergiss es. Ja, mir macht Spaß. Warum stiehlst du unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so viel Zeit mit deinen Jammartikeln? Freunde, ich sage dann immer, Social Media funktioniert ganz einfach. Du hast ein Interesse, du guckst hin, du liest. Wenn du kein Interesse hast, liest du nicht. Ich werde niemanden stören beim Ignorieren, ja? Wenn er mich ignoriert, überhaupt kein Thema. Natürlich versuche ich durch Überschriften, durch Themen spannende Dinge zu schreiben und auch aufzudecken, aufzuklären oder einfach auch zu thematisieren. Das finde ich wichtig und ich will auch andere motivieren, das zu tun, ihre Stimme zu heben, denn die besten Geschichten kommen hier im Konzern. Und ich sage einfach mal, ich habe schon viele CEOs kommen und gehen sehen. Und ich bin noch hier, wenn der CEO schon längst im Ruhestand ist. Und ich gestalte mir die Firma und will auch andere Menschen dazu motivieren, halt so, wie ich es für richtig halte. Und ich finde es klasse, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, über das You and Me eine Stimme zu haben. Und hey Freunde, man hat mir eine kleine Streiche zu geben. Ich habe ein Riesenfeuer draus gemacht. Bis so. Was bekommst du eigentlich dafür, wenn du mit einem magentafarbenen Tütü auf der Weihnachtsfeier rumläufst und Fotos machst? Also die Frage bin ich echt gestellt worden, vor, ich weiß gar nicht was, 4 Jahre, 5 Jahre. Ich habe dem Kollegen dann gesagt, wisst ihr was, ich kriege da einmal im Monat ein Gehalt, ein ganz ordentliches, kann ich mich nicht beklagen, ist super. Und ich mache das einfach, weil ich Spaß daran habe und weil es einfach eine sinnvolle Geschichte ist und ich tolle Fotos machen kann und ich will anderen eine Freude machen, das kommt noch dazu. Und na klar gibt es da Kopfschütteln, die sagen immer, ey, alle in Ordnung bei dir? Hast du nichts Besseres zu tun? Hallo, also meine Frau sagte neulich, wenn ich mich um meinen Körper so kümmern würde wie um die Telekom, ja, dann wäre ich Hochleistungssportler. Aber hey, die Leidenschaft ist da, sorry, die Neugier, die Begeisterung für vieles im Konzern und hey, es gibt noch viel mehr. Solche Rohdiamanten im Konzern und mit den Telekom-Botschaftern entdecken wir die. Ich freue mich da immer drüber, wenn ich welche kennenlerne. Wie wird man eigentlich Botschafter der Deutschen Telekom oder Telekom-Botschafter? Freunde, also ganz offiziell, Michael Lackspiel hat schon mal gesagt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist Botschafter fürs Unternehmen, ganz klar.
Aber wenn ihr jetzt in diesen Kreis der teilweise auch durchgeknallten Freunde und Freundinnen kommen wollt, dann schaut mal sie an. Wir akquirieren, wir machen Onboardings, wir versuchen da Struktur reinzubringen, weil wir brauchen bundesweit Menschen aus den normalen Hierarchien, die unser Thema vorantreiben. Ja? Entweder mit laut Bum Bum und Magenta Kamelle, aber auch natürlich ganz seriös und ruhig und beratend. Also wir akquirieren, wir stellen ein, ist ja Quatsch, wie jeder ist es ja. Und wir geben Anleitung, wir unterstützen. Das Tollste ist einfach, das Gefühl zu haben, als Satellit, wie ich vor 17 Jahren, da hieß es noch, Herr Dillinger, alles in Ordnung hier in Ihrem Büro? Weil da ein bisschen viel Magenta drin war. Und genau solche Sachen passieren heute nicht mehr, weil es ist einfach normal geworden. Und es gibt Gleichgesinnte. Und durch Social Media, durch Twitter, durch Instagram kommen wir dich da zusammen. Und wir stellen eine Relevanz dar. Werkstolz geht bis ganz, also nach oben. 'Herr Dillinger, was haben Sie sich bei der Aktion gedacht?' Also das ist so eine Frage, die mir in der Vergangenheit, in der jüngsten nicht mehr so, aber vor Jahren noch gestellt worden ist. Ja, wo ein direkter Vorgesetzter einfach gesagt hat, ey, Herr Dillinger, was machen Sie da? Sie bringen unsere Abteilung in Misskredit. Sind Sie schizophren? Ich musste grinsen, im Zweifel habe ich mich entschuldigt, ist ja klar. Aber das Fantastische ist, ich sage, ey, Enterprise 2.0. Ich soll meine komplette Persönlichkeit hier einbringen in den Konzern. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wir haben über 130.000 Menschen in Deutschland. Wenn sich jeder einbringt, ja, was passiert dann? Natürlich nicht nur blablub, sondern auch mit Hand und Fuß. Und ich habe Hand und Fuß geliefert. Auch wenn dann so eine Führungskraft sagt, Herr Dillinger, Sie machen mir nur Ärger. Das knallt, sage ich euch. Diesen Spruch habe ich dann einmal einer Top-Führungskraft im Konzern dann auf einer Messe vorgetragen. Der sagte, Herr Dillinger, Sie machen einen super Job. Wenn Ihr Chef damit ein Problem hat, dann soll er mich anrufen. Also so einen Chef, einen Oberchef wünsche ich jedem. By the way, den hat jeder, denn das war der CEO. Cool, ja? Wer hat Ihnen eigentlich den Auftrag dafür gegeben? Auch das nach Aktion, also dein Name ist hier, hier meine Vogelhäuschen. Klar, ich tue Gutes, rede drüber und schicke dann noch ein paar Mails in einige Redensrichtungen und dann kriege ich durchaus von SVPs, also sind schon ein bisschen größere Chefs. Ja? Früher hatte man gesagt, doppelt und dreifach Nullen, also von der Durchwahl her, heute ist das nicht mehr so. Und dann heißt es, Herr Dillinger, wer hat Ihnen den Auftrag gegeben? Und ich glaube, gar keiner. Ich fand es wichtig, ich habe gedacht, ich kann es machen, es ist sinnvoll, ich kann es verbreiten, ich tue es. Also von daher, da möchte ich jeden ermutigen, ey, nicht warten auf den Auftrag. Es kann nichts Besseres einer Führungskraft passieren, wenn Mitarbeiter aus freien Stücken auf Ideen kommen, die das Unternehmen weiterbringen. Und viele Dinge, die ich mache, gehen ja Richtung Marke, ja, Richtung Magenta, Richtung Branding. Klar, es ist ein sensibles Feld, aber hey, ich freue mich, wenn Impulse ankommen und wenn ich nicht ständig gegen Windmühlen kämpfe. Und ey, wir haben so viele Mitarbeiter, die auch einfach gute Ideen haben. Raus damit, raus damit! Hey, Pavel, warum hat dich eigentlich noch keiner ins Postgefängnis gesperrt? Ja, also einfachste Antwort ist, es gibt kein Postgefängnis. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich habe schon viel Blödsinn gemacht, ja. Vielleicht auch Grenzwertiges. Aber ich habe ja noch keine goldenen Löffel geklaut. Und ich sag mal, aus Erfahrung weiß ich, bevor man bei der Telekom in so ein Postgefängnis kommt, was ja spaßhaft gemeint ist, aber bevor man hier gefeuert wird oder so, ja, vorher bricht ein Vulkan hier in Deutschland aus. Da musst du schon echt ein bisschen bescheuert sein, um das zu provozieren. Also von daher finde ich es einfach in Ordnung, wenn man Dinge macht, die einem wichtig sind und wenn dabei der eine oder andere Reiberei entsteht mit Führungskräften oder auch mit Bereichen, dann liegt es meistens daran, dass die sich da ein bisschen ja, angegriffen fühlen oder vielleicht denken, ah, die Idee ist so cool, die hätten wir selber gern gehabt. Und wenn das alles nicht so ist, dann komm, ich bin hier eine Innovationsrakete, ich habe über 5000 Follower. Wie viel hast du denn eigentlich? Wie viel hören denn auf deine Stimme? Würde ich niemals machen, so antworten, aber ey, ganz bescheuert kann ich nicht sein. Ne? Und das Postgefängnis, ich wollte es im 1. April scherz nochmal irgendwo aufbauen. Mal gucken, vielleicht mache ich es nochmal. Wenn jemand weiß, wo es ist, sagt mir Bescheid. Machen wir eine Story draus.
Was bleibt von dir übrig, wenn man das Magenta aus deinem Blut zieht? Also das ist eine sehr wichtige Frage. Ich war vor 12 Jahren war ich mal auf einem buddhistischen Wochenende, also ein Schweigeseminar, Achtsamkeitsseminar, das heißt mit Leuten, die sich einfach mal ihre innere Ruhe finden wollen. Ich glaube, meine Mutter hat mich dahin geschickt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir nach 2 Tagen noch geredet und dann sagte der Mönch oder der Buddhist zu mir, hör mal, Pavel, der hatte so mitbekommen, wie ich so ticke, was bleibt von dir übrig, wenn man das Magenta rauszieht? Und das ist eine ganz wichtige Frage, weil das Trennen von Beruflichen und Privatem, und stell dir vor, du investierst dir 100%, du definierst dich nur über den Beruf, was ist denn dann, wenn dieser Beruf mal wegbricht? Also nach diesem Wochenende habe ich mir eine Frau gesucht, wir haben 2 Kinder gekriegt, geheiratet, ein Haus gekauft, also safe. Nee, also ich finde es wichtig, das zu hinterfragen. Und als jetzt vor gar nicht mal, so 2, 3 Wochen, saß ich mit meiner Frau, Kinder waren irgendwo unterwegs im Restaurant. Sie so ganz romantisch, Kerze und allem drum und dran, ja, wie im Film. Und dann sagt sie, ja, erzähl doch mal was, was nicht mit der Telekom zu tun hat. Da war ich erstmal eine Minute ruhig. Und das Scheiße. Da habe ich gesagt, verdammt, sie hat recht. Ich muss aufpassen. Also passt alle auf euch. Ja? Und bremst durchaus mal mich, aber schwierig.